Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kanalvorstellung. Endlich mal wieder. Ist schon etwas länger her, die letzte. Jetzt komme ich mal wieder dazu. Und wir sehen uns den Kanal R-Player 73 an. Schauen wir gleich mal in seine Kanalinfo, was da also drin steht. Hallo liebe Gamer-Freunde von da draußen. Ich heiße R-Player. Nee, R-Player. In Klammern RP73. Ich bin ein Let's Player mit einer Sprachstörung und ein sehr leidenschaftlicher Kommentator. Und außerdem mache ich auch Fragen über Themen. Viel Spaß beim Zuschauen. Also ich habe mal ein paar Videos schon angeschaut. Ich muss alles sagen, von der Sprachstörung höre ich bei dir nichts. Da habe ich eher eine Sprachstörung, wie man es hört, wie ich mich immer verplapperte. Und einen Uploadplan hat er auch. Montag Need for Speed, Dienstag FIFA, Mittwoch Need for Speed und Minecraft. Ich habe überhaupt nicht so einen Plan. Ich mache immer alles, wie ich gerade Zeit habe und Lust. Und es gibt auch Kanalvorstellungen. Kann man sich melden unter dieser E-Mail. Ich weiß gar nicht, ob ich mich schon mal bei dir gemeldet habe. Und dieser Kanal heißt dann Night White TV. Diesen Kanal muss ich auch noch vorstellen, ja? Und er hat 154 Abonnenten bei 10.917 Aufrufen und ist seit dem 23.06.2012 dabei. Also schon sehr lange. Gucken wir dann nochmal in die Videos, ob die Videos auch so alt sind, die ersten. Und was ich hier gesehen habe, ich stehe hier mit bei YouTuber Partnerkräfte drin. Dankeschön. Finde ich sehr geil. Und natürlich kommt der Kanal aus Deutschland. Gehen wir zurück in die Übersicht. Machen wir erstmal Pause. So, zum Kanal Bild und Banner. Da muss ich ehrlich sagen, was hier drin steht, kann ich nie lesen. Andere bestimmt auch nicht. Ich würde das, was hier drin steht, hier mit irgendwie drauf machen. Auf dem großen Banner, weil es sieht noch ein bisschen leer aus. Und ich habe gesehen, das ist auch nur ein Ausschnitt von dieser Figur oder was auch immer das ist. Da würde ich das eher irgendwie hier als Profilbild machen. Ich kann immer gut reden und selber ist mein Profilbild total kacke. So, zur Übersicht. Ist natürlich alles schön geordnet. Hier oben alle Videos, beliebte Videos. Hier ein paar eigene Playlisten. Minecraft, Need for Speed, Abonnentenspezial, Minecraft, FIFA 16, und wieder Need for Speed Rivals, Raffiels. Ich habe die Sprachstörung. Ja, schauen wir jetzt gleich mal in die Videos rein. Und da sage ich am Anfang, Film ab für Need for Speed. Zerstört. Schauen wir da mal kurz rein. Okay. Okay, bis jetzt. Klasse! Ein Race erwartet. Schön quer gestanden das Ganze. Was? Hä? Wo ist jetzt? Was? Haben die mich in allen Ernstes ausgeschaltet? Jetzt verstehe ich nicht. Wie kann denn so schnell kaputt gehen? So, da bin ich wieder zurück. Also die Videos in Full HD, 60 FPS. Das ist gut. Dass es als flüssiger läuft, ist in Ordnung. Thumbnails hast du auch. Geh mach mal deine ersten Videos. Ja, hier vor 3 Jahren, kommt ungefähr hin, fast mit 2012, 2013. Und da hast du mit Mario angefangen, hier. Ja. Let's Play Cobra 11, Burning Wheels. Ja, das hatte ich immer gezockt. Und da hattest du noch keine Thumbnails benutzt, die benutzt du ja jetzt, wie man sieht.
Da würde ich dir vielleicht beraten, in dem Thumbnail noch eine Zahl zu machen, was für eine Folgennummer das ist. Ist eine bessere Übersicht. Wenn jetzt jemand deine Folgen anguckt und habe ich das jetzt angeguckt oder nicht, da sieht man es gleich. Ah, Folge 5 habe ich noch nicht gesehen. Schaue ich mir das an. Na, so. Hier gibt es noch eine Website von diesem AirPlayer 73, Google Plus, Steam, you know. Ich wusste bis jetzt noch nicht, was es ist. Ich habe da jetzt mal reingeguckt und ja, da sitzen Leute vor der Kamera und erzählen. Das ist wie Twitch, aber ohne Game. Gut. Schauen wir mal die Playlisten rein. Da kann man schön sehen, was alles gibt. Minecraft, ja, was wir schon gelesen haben, und Viva. Und Flat Out ist ein geiles Spiel. Grit. Das ist auch genial. Gibt es also viel zu sehen. Hier, dieses positiv bewährte Videos. Ich würde das nicht mit reinmachen. Also ich habe es bei mir abgestellt, dass andere Leute sehen, was ich als positiv. Ich finde, das ist privat und sowas soll man privat lassen. Ist meine Meinung. Hier haben wir Cobra 11. Also du machst sehr gern Autorennen, Games und Viva. Autorennen, Viva und Minecraft. So, und zu guter Letzt gucken wir hier nochmal bei Sozial Blade rein. Blade? Bin ich ein Blade? Also, du hast den Kanalrang C. In den letzten 30 Tagen sind deine Videoaufrufe um 40% nach oben gestiegen. Was Positives. Und Abonnenten 20% weniger. Aber ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich habe da keinen Tipp. Ich guck da selber immer, was man da besser machen kann. Du bist hier in einem Netzwerk, Maragam. Mhm. Deswegen hat es mich gewundert bei Video und Werbung. Wenn man da kein Netzwerk hat, kann man das ja nicht einfach so machen, ne? Ja, hier deine Einnahmen sind mega groß. gucken wir mal in die Statistik hier unten rein. Hier die täglichen Abonnenten. Hoch, runter, hoch, runter. Hier die Spitze. Gab es mal 10 Abonnenten. Juli. Das sieht man auch, wie es dann nach oben geht. Vorher noch so an die 50 und dann ging das innerhalb kürzerer Zeit doch schneller nach oben. Und hier deine täglichen Views. Geht immer mal hoch und runter, aber es steigert sich langsam. So, gehen wir mal zurück in die Übersicht. Zum Abspann, sage ich jetzt mal. Ja, hier gibt es auch ein Intro. Ein Kanal-Intro, das finde ich auch gut. Okay. Dann war es das für diese Kanalvorstellung. Schaut ruhig mal drauf. Guckt mal ein bisschen seine Videos an. Lasst natürlich mal Kommentare da. Ich habe gemerkt, den Leuten irgendeinen Kommentar rauszulocken ist sehr, sehr schwierig und überhaupt welche zu bekommen. Also schreibt mal was Nettes drunter, er freut sich dann, natürlich. Und natürlich Daumen nach oben, das hilft einem immer, das spornt einen an, weiterzumachen. Abonnent natürlich, freut er sich, kriegst du mir auch ein Abonnent. Ja, ein Abonnent. Hallo Abonnent, wo bist du? Also, als Dankeschön, dass ich deinen Kanal vorstellen konnte, ja, kriegst du natürlich von mir dieses zugewiesen. Oh Mann, ich bin heute
nicht ganz bei der Sache. Okay, hat euch diese Kanalvorstellung gefallen von mir? Da gebt mir einen Daumen. Schreibt mir was unter dem Video, was ich auch besser machen kann. Ja, gerne. Und über ein Abo freue ich mich riesig. Also dann, Leute. Ciao.